wären wir wieder beim Autohaus Hartwig im Osten von Wismar. Heute wollen wir Ihnen zusammen mit Maria einen Transporter, den Trafic Doka Komfort, vorstellen. Zugegeben, nicht unbedingt das Auto für die Kleinfamilie, aber die Großfamilie mit viel Gepäck könnte schon zur Zielgruppe gehören. Entweder für Familien, die noch 3 Sitzplätze brauchen, also insgesamt haben wir jetzt 6 und hinten sehr viel Ladefläche, oder eben für Gewerbekunden, die viele Mitarbeiter irgendwo hinschicken möchten, aber auch noch Ladefläche brauchen. Maria zeigt uns das Raumwunder. Die gelernte Kfz-Mechatronikerin und diplomierte Autoverkäuferin lobt die gute Ausstattung des Trafic Doka. Wir haben hier ein Diesel mit 120 PS, Länge 2, Höhe 1. Das heißt, er ist noch mal ein Stück länger. Dadurch haben die hinteren Passagiere auch ein bisschen mehr Platz. Er hat ein klares Sichtpaket. Das heißt, er hat schöne LED-Scheinwerfer, die uns nachts auch sicher und heil nach Hause kommen lassen. Klimaanlage, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, alles ist da drin. Natürlich ließe sich endlos weiter über Ausstattung und Motorisierung dieses feinen Transporters berichten. Aber kommen Sie einfach mal beim Autohaus Hartwig vorbei und testen Sie das Raumwunder selbst. Wie viele andere Automeisterbetriebe bietet das Autohaus Hartwig im Oktober einen kostenlosen Lichtcheck. Werkstattmeister Michael Röder bringt das Scheinwerfereinstellgerät in Position. Grundsätzlich sollte sich das Licht nicht verstellen. Es gibt mehrere Faktoren, einfach technischer Defekt. Manche Scheinwerfer sind mit Bautenzügen verstellt, die können kaputt gehen, reißen. Man kann dazu auch sagen, dass es einfach auch Kundenfehler sein kann, der eben die Glühlampe nicht richtig reingemacht hat und deswegen das Licht nicht richtig strahlt. Es gibt viele Faktoren, aber im Schnitt sollte das eigentlich so bestehen bleiben. Mit dem Scheinwerfer-Einstellgerät kann aufs Feinste elektronisch nachjustiert werden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum Sie überhaupt einen Lichttest machen sollten, hier die plausible Antwort vom Experten. Wir befinden uns mittlerweile in der dunklen Jahreszeit. Wer früher zur Arbeit noch im Helm gefahren ist, wird es jetzt wahrscheinlich im Dunkeln tun. Kriegt wahrscheinlich jetzt mit, das Licht war mal früher heller. Und spätestens deswegen im Oktober zum Lichttest kommen. Zum Check gehen alle Lampen, sind die Scheinwerfer richtig eingestellt? Nutzen Sie das Licht voll aus? Kann ich das Wild sehen, was nachts auf der Straße läuft oder nicht? Das ist da der entscheidende Faktor, warum gerade jetzt. Mit einem Lichttest vom Autohaus Hartwig sind Sie auf der sicheren Seite. Auch in dunkler Zeit verlieren Sie nicht den Durchblick. Das Autohaus Hartwig ist ein erfahrener Ausbildungsbetrieb. Heute wollen wir Ihnen Hannes Böttcher vorstellen, einen echten Pöhler Jung. Hannes lernt im 3. Lehrjahr Kfz-Mechatroniker. Hannes' Aufgabe heute: Kontrolle und Austausch der Bremsflüssigkeit. Ich habe mich hier beworben, also als Praktikant, und habe nach dem Praktikum festgestellt, mir gefällt der Job. Und dann habe ich mich hier beworben und genommen. Die theoretische Ausbildung hat Hannes am Berufsschulzentrum Wismar. Der Beruf hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Zur Mechanik ist beim Automobil immer mehr Elektronik dazugekommen. Gut ausgebildet werde ich auf jeden Fall. Mir ist bloß aufgefallen, dass ganz schön viel Technik dazukommt, was ich nicht so gedacht hätte, gerade durch die E-Mobilität. Und allgemein, es wird halt alles viel technischer und viel weniger Mechanik. Natürlich fährt Hannes auch in seiner Freizeit Renault. Das bietet sich auch an, wenn man in einem Renault-Autohaus lernt. Auf seinen Koleos 2.0er Diesel mit 150 PS lässt er nichts kommen. Der Job macht Hannes Spaß, das merkt man schnell. Das Hände dreckig machen, diese Technik verstehen, üben, Kabel zusammenlöten oder allgemein an Autoschrauben. Im Autohaus Hartwig ist man stolz auf Azubis wie Hannes. Er nimmt seine Ausbildung ernst und er nutzt jede Möglichkeit, dazuzulernen. In seiner Freizeit übrigens geht Hannes gerne angeln. 1 Meter und 1 Zentimeter maß der größte Fisch bisher. Ein toller Hecht.